Ja, wunderschönen guten Tag auch nach YouTube und im Hitbox-Livestream. Wir und ich freue mich heute auf Doom. Doom, endlich dürfen wir was zeigen. Es ist Open Beta. Die beiden Closed Beta habe ich mitgemacht bei Doom. Das waren immer so Doom-Wochenende. Jetzt ist halt Doom-Wochenende für alle Vorbesteller von Wolfenstein und so weiter. Ich weiß gar nicht, es gab mehrere Möglichkeiten, da reinzukommen. Und es ist auch wieder der Mehrspieler. Dazu möchte ich erstmal ein paar Sachen sagen. Es sind ein paar Karten drin. Es ist Team Deathmatch drin und Kriegsfahrt, wo man halt die bewegende Zone kontrollieren soll, um zu gewinnen. Und Team Deathmatch, töte Gegner und Spieler, um zu gewinnen. Oder zufällig eins der beiden Modi. Was aber jetzt ein bisschen mehr ist, als es noch in der Closed Beta war, die ich damals gespielt habe, ist, dass die Waffensets ein bisschen ausgefeilt, beziehungsweise es gibt jetzt mehr. Und es gibt halt jetzt gewisse Sachen, die man nach ein paar Leveln freischaltet, wie zum Beispiel die Stasiskanone oder das Blitzgewehr habe ich jetzt auch schon freigeschaltet. Das geht aber super schnell jetzt in der Beta. Weshalb, ich denke mal, es kommen vielleicht noch ein paar mehr Waffen ins finale Spiel rein. Raketenwerfer ist auch total klassisch, wie man es eigentlich aus Quake kennt und aus den früheren Doom-Teilen. Sehr cool. So, was mir übrigens auch schon gefallen hat, ist, man erspielt pro Runde solche Hackmodule, die halt, die man einsetzen kann, wenn man getötet wird beim Spiel und sich dann dementsprechend auffüllen. Und das sind so kleine Bonis. Wie zum Beispiel Machtbesessen 1. Da kann man sehen, weil das für 6 Sekunden die nächsten Verstärker oder die nächste Powerwaffe, die halt auf dem Gebiet gespawnt wird, das macht die Sachen besser. Nicht besser. Oder wir können sehen, wie viel Gesundheit der Gegner hat. Oder wir haben diese Vergeltung, dann können wir unseren Mörder sehen für 30 Sekunden. Das sind aber Sachen, die verbrauchen wir dann mit dem einmaligen Nutzen. Macht das Spiel aber so ein bisschen lockerer. Aber wird auf jeden Fall sehr viel, weiß ich noch nicht. Wird die Leute wahrscheinlich auch ärgern. Gibt es aktuell aber nicht so viele Perks oder Wallhacks heißen, oder Boost oder Wahrnehmungsboost, die man hier bekommen kann. Und dann gibt es natürlich noch unzählige Anpassungsmöglichkeiten für unseren Hauptcharakter. So sieht meiner im Moment aus. Natürlich lila. Wo wir weitere Farben freispielen können. Matte Farben, wie zum Beispiel die matte Farben, zum Beispiel wie dieses Waldgrün. Was wir dann auch noch in der Hölle, ja in der Hölle, in der Helligkeit anpassen können. Oder wir haben auch hier so einen Verschleißregler. Da sieht das alles ein bisschen abgenutzter aus. Ich mache mich mal jetzt mal ein bisschen grün, weil die Mattfarbe habe ich vorhin erst bekommen. Das machen wir ein bisschen höher. Lichtfarbe machen wir mal schwarz. Das ist alles von diesen Visiergeschichten. Dann noch eben das Muster bestimmen. Weniger, da machen wir hier auch matt, aber wieder mehr. Ah ne, normal. Damit man das Muster noch ein bisschen erkennen kann. Da habe ich noch keine neuen erspielt. Und es gibt noch, bam bam bam, Anpassung der Rüstung. Die erspielt man auch, während man halt zockt. Jetzt, okay, man muss die Änder, also die Unterschiede so ein bisschen mit der Lupe suchen. Man erkennt so ein bisschen, ne? Dass der Arm sich halt da verändert. Und dann, wenn du mal ein komplettes Set hast, kannst du halt das Basismodell komplett ändern. Aber das ist sehr detailreich, der Charakter. Und jetzt kommt zum Besten. Das Allerbeste, was es gibt, und zwar Verspottungen. Die erspielt man auch mit der Zeit und bekommt zum Beispiel ja, sowas wie dieses Nein habe ich vorhin bekommen, humorvolles Küssen in die Masse, und das kann man auf F1 bis F4 machen, und so kann jeder seine eigenen Lieblings-Emotes da reinziehen, wie den Assi-Tanz. Und die Animationen sind einfach von den Charakteren, sind butterweich, das sieht man schon hier, sieht einfach super aus. Und jetzt machen wir uns einfach in die Partie. Ich habe mir so vorgenommen, so eine Stunde oder so eineinhalb Stunden jetzt mal ein bisschen zu spielen. Zuerst im Team Deathmatch, dann wird eine Lobby gesucht. Wir joinen also in der Lobby, kein dedicated Server-System. Jedenfalls nicht jetzt aktuell in der Beta. Ob da irgendwas kommen wird in die Richtung, schwer zu sagen. Ich würde wahrscheinlich sagen, eher nicht. Eine Gruppe machen oder sonst irgendwas ist ja zurzeit auch nicht. Wahrscheinlich kann man noch Spieler einladen über Steam später. Müsste man dann schauen. Ach so, die Waffen kann man auch noch einfärben nach seinem besten Geschmack. Moment, da gab es noch was. Akzentfarbe, Details gibt es noch nicht. Aber da lasse ich die mal eben in der Standardausführung. Ich bin bereit. Wir warten auf Spieler.
Ach so, der Tanz ist von Carlton Banks aus der Prinz von Bel-Air. Ist richtig. Trimaris sagt, ich soll die Kampagne machen. Es gibt noch keine Kampagne. Ich hoffe, ich finde jetzt sofort eine Lobby. Vorhin hat es sofort gefunktioniert. Ich versuche noch mal eine Partie zu finden. Das geht dann vielleicht besser. Ah, sehr gut, jetzt hat es funktioniert. Da stand er mit Level 15 drin. Der zockt dann wahrscheinlich seit heute Nacht um 4 schon. Team Deathmatch. Da ist mein Level. Die Stimme übrigens gerade ist mir mal vorhin aufgefallen, das ist doch. Wie heißt der? Aus irgendeinem Star Trek kenne ich den. Ich benutze jetzt mein eigenes Waffenset schon, da ist nämlich der Raketenwerfer und das Blitzgewehr drin. Führung Und übernommen. als Dämonen nehmen wir den Revenant, da gibt es aktuell nichts anderes, denn bei dem Doom ist es so, man kann einen Perk aufsammeln Verbündeter Dämon getötet. Und sich in einen Dämon verwandeln. Es gibt Double Jump. Jetzt hat der Dämon, ist das leider der Gegner, und der Dämon ist unglaublich mächtig. Führung verloren. Macht besessen. Denn er hat zwei Raketenwerfer auf dem Rücken, hat ein Jetpack, was mehr, also länger wirkt als unser eigener Jetpack. Beziehungsweise unser dämliches Sprungding. Ich sag mal eben Eigenheiten des Raketenwerfers, man kann die Rakete sprengen auf dem Weg. Mit der rechten Maustaste, mit linker Maustaste schießt man. Das ist Saul von Breaking Bad, der Sprecher, wird im Chat gesagt. Aber ich kenne diese Stimme auch aus dem Star Trek, sorry. Aus einer Star Trek-Serie. Ich glaube, bei Deep Space Nine war der drin, und zwar der Sicherheitsoffizier. Da hat der das früher auch gemacht. Da gucke ich nachher nochmal nach. Oh, jetzt stirb! Machtbesessen aktiviert. Übrigens, es gibt kein Rennen oder so weiter. Wenn ihr ins Spiel hier reinkommt, ne, würde ich nicht die Shift-Taste die ganze Zeit drücken, um zu probieren zu rennen. Heckmodul abgelaufen. Weil, das ist Sprechen. Die haben alle zu viel EP. Aktiviert. Nicht EP, sondern HP für mich. Proof allein gegen 3. So, verrät den Standort meines Mörders. Das können wir mal aktivieren. Da unten links unten sehen wir dann den Vergeltungsperk. Dämonenrune aufgetaucht. Verbündeter Revenant gespawnt. Auf halbem Weg zur Niederlage. Benutz mal die andere Waffe. Die andere Waffe ist eher für den Nahkampf gedacht. Den kennt man auch noch, diesen Blitz. Jetzt ist der Dämon gerade auf unserer Seite. Das Problem ist eigentlich, ist die MP-Waffe besser. Die MP sei schon der Raketenwerfer, ist ja eigentlich die Main-Waffe, und das ist ja eigentlich eine Secondary. Sieht man auch am Charme, wenn ich mit dem Raketenwerfer wirklich sofort treffe. Uah! Scheiße. Lebenszeichen aktiviert. Und Gameplay ist wirklich klassisch, wie UT damals zum Beispiel.
Lebenszeichen aktiviert. Ziemlich tempomäßig. Was ich aktuell noch, der Raketenwerfer hat für mich ein bisschen wenig AOE-Schaden. Oder die Explosion ist einfach zu groß. Man müsste die Explosion ein bisschen kleiner machen von der Detonation. Dieses Pieps ist übrigens immer, wenn ich die Rakete selbst sprenge. Ach, stimmt. Da ist die Stimme von Data von Star Trek. Hinter mir ist einer. Fick dich. Oh, jetzt hat der mich auch bemerkt. Lebenszeichen aktiviert. Oh, da hat er sich selbst getötet. S-Modul abgelaufen. Man sieht übrigens auch, wenn man hier so an Kanten springt, zieht er sich selbst hoch. Macht das Gameplay natürlich ein bisschen schneller. Und es ist genauso, wie man sonst früher Doom gespielt hat. Man entwickelt halt so seine eigenen Laufwege. Dämonenrune taucht gleich auf. Noch 10 Kills. Dämonenrune aufgetaucht. Gegnerischer Revenant gespawnt. Machtbesessen aktiviert. Ich habe ja gesagt, ich kenne die Stimme von Star Trek. Noch 2 Minuten. Noch 5 Kills. Machtbesessen aktiviert. Ja. Ich wollte nach rechts springen. Wie ihr gesehen habt, es gibt nämlich auch den Double Jump. Man kann also in der Luft nochmal die Richtung wechseln, wenn man will. Dämonenbesessen aktiviert. Noch ein Kill. Dämonenbesessenheit beendet. Der Gegner hat das Niederlage erreicht. Ziel dieses Spielmodus ist es, 75 Kills zu erreichen. Und wie man sieht, ich habe verkackt. Dann darf man noch Top-Spieler sehen. So, das erstmal zu dem Modus. Ich will jetzt erstmal beide Modis zeigen, bevor wir uns richtig reinstürzen. Also nochmal raus aus der Lobby. Jetzt suchen wir eine Lobby für den anderen Modus, für den Kriegsfahrt. Kopfgeld plus 50 EP für jeden Kill. In dem Platz haben wir gerade nichts. Da sehen wir, wir haben einen neuen Arm bekommen, Rabe, aber sind alles nur optische Sachen, also er wird nicht besser dadurch. So, machen wir die mal Metallic. Metallic schwarz, dann kriegst du noch ein schönes Muster drauf. Ich habe, glaube ich, ein Symbol erspielt. Achso, ich kann da Blumen drauf machen. Das macht natürlich die Waffe viel aggressiver. Nicht Waffen anpassen, ich will mein Waffenset anpassen. Ah, verdammt, jetzt bin ich schon drin. Das hätte ich mir jetzt lieber die doppelläufige Schrotflinte gegeben für den Nahkampf. Wie ich jetzt den Moos gerade noch richtig in Erinnerung habe, ich habe den noch nicht angespielt seit gestern, Kriegsfahrt. Muss ich immer zu einem Punkt laufen, so wie eine Fahne irgendwo. Ich nutze mal die Hinterhalt. Fünf, das Hinterhalt-Waffenset. 3, 2, 1. Sichere die Zone und verteidige sie. Und da müssen wir halt einfach nur, ja, abgammeln. Und umso länger wir da sind, erster Kill, umso mehr Punkte kriegen wir. Zone gesichert. Zone geht verloren. Panzerung aktiviert. Zone verloren. Zone wird erobert. Führung verloren.
weiß, ich habe noch eine Granate. Panzerung aktiviert. Ich muss die gerade nur finden. Ach, da war die Granate. Geh weg mit deiner Shotgun. Panzerung aktiviert. Dämonenrune. Die Waffe ist für den Arsch. So, Dämonenrune in einer Sekunde. Tut mir leid, ich bin jetzt kein Dämon geworden, damit wir das mal zeigen können. Aber ich laufe jetzt mit dem Dämon mit, ist nämlich eine ganz gute Taktik. Um wenigstens ein paar Assists mitzunehmen. Zone gesichert. Ach, die Zone bewegt sich auch durchgehend durch das Gebiet. Verbündeter Dämon getötet. So. Jetzt werde ich Dämon. Verteidiger. Dann ändert sich die Sicht ein bisschen. Man sieht diese schönen Hände vorne. Und diese zwei wundervollen Raketenwerfer, die wirklich unglaublich viel Schaden machen. Verteidiger. Na, ist sowas wie der Obermensch. Oder Dämon. Verteidiger. Doppelkill. So, das war's. Verteidiger. Keine Energie mehr. Führung übernommen. Oh, ich bin so doof. Panzerung aktiviert. Verteidiger. Heckmodul abgelaufen. Ich hatte mehr als genug Panzerung. Das Grüne ist übrigens Panzerung, weil ich aufsammle. Zone geht verloren. Verteidiger. Scheiße, keine Gesundheit mehr. Zone geht verloren. Zone verloren. Dämonenrunde. Gegnerischer Revenant gespawnt. Boah, man muss echt nah ran mit der Schrotflinte, um Schaden zu machen. Vergeltung aktiviert. Scheiße, da hat der Dämon mich gesehen. So, gehen wir mal im Waffenset auf den Scharfschützen. Gegnerischer Dämon getötet. Auf halbem Weg zum Sieg. Vergeltung aktiviert. Gegnerischer Revenant gespawnt. Oh, der Chat fragt übrigens, wo ist der Spielspaß? Der Spielspaß begeht darin, dass es schnelle Runden sind, wie beim klassischen Doom. Upsala. Was, ein Volltreffer? Der Sniper macht nur 30 Schaden? Rächer. Heckmodul abgelaufen. Dämonenbesessenheit beendet. Und weg. Führung verloren. Und die einfach wirklich ein schönes Doom wieder geschaffen haben im Multiplayer.
Und wer früher gerne Doom Multiplayer gespielt hat, wird heute auch dieses Doom Multiplayer sehr mögen. Und das ist genau das, was ich mir gewünscht habe von dem Spiel. Zone gesichert. Proof Skills bedeutet, dass er aktuell Zweiter ist in seinem Team. Zone geht verloren. Ich kann euch aber sagen, dass Profi-Matches später einfach so laufen werden. Jeder macht seinen Laufweg und versucht da das Beste rauszuholen. Wer schon mal so ein Doom Esports Event gesehen hat, der weiß, wovon ich rede. Zone wird erobert. Dämonenrune taucht gleich auf. Brecher, Dämonenrune. Und zweiter weg. Doppelkill. Verbündeter Revenant gespawnt. Ja, die Solo-Kampagne will ich gerne spielen. Später wird da im Chat gefragt, wenn sie rauskommt. Modul abgelaufen. Das kriegen wir noch hin, dem Total War. Das war ein Nahkampfkill. Zone gesichert. Oh, jetzt habe ich vergessen, was zu zeigen noch. Und jetzt verkacken wir noch die Runde. Zone der hier verloren. Hat nämlich keine Granate, der hat nämlich einen Teleporter. Zone verloren. Womit wir uns direkt zu einer anderen Position teleportieren können. Wir müssen ihn aber erst mal hinwerfen. Dämonenbesessenheit beendet. Der Gegner hat das Punktelimit erreicht. Bam. Es gibt aktuell nur die Multiplayer-Beta, mit der ich gerade hier rumhantiere. So schlecht war ich gar nicht. Ausrüstung, Sauggranate erhalten, spürst du das? Mit Feiern verspotten. Glänzender Jäger, Turbulenz, Metallic Schwarz. Das sind die Belohnungen, was jetzt zurzeit noch ein bisschen unterzelebriert ist, finde ich. Ist wirklich, es fehlt so ein Multikill, es fehlt, ja, ich weiß nicht. So ein richtig harter Feedback. Wenn es ein Mittelding aus Quake und OT ist, ist es Quake Arena. Ah, da hören wir übrigens jemand anderen wieder.